hier Dark Cyber mit der vierten Folge von 4.2 Project Origin. Ja, beim letzten Mal habe ich den Entschluss gefasst, noch bis zu einer bestimmten Stelle vorzudringen. Ah ja. Gut, dahin wollte ich eh. Ich wollte hier durch. Ich mach mal das hier kurz. Ein Gestein. Gut, dass ich sonst für viele Granaten bekomme. Ah. Ich krieg wirklich sonst für viele Granaten. Das ist echt unnatürlich. Schrotgewehr habe ich auch wieder voll. Ich habe alles voll. Außer die, aber die will ich ja sowieso nicht haben. Wo ich hin wollte. Oh, super. Dürfen wir auch gleich die neue Waffe bekommen. Dauert nicht mehr lange. Lag. Die Stelle wird ein bisschen schwieriger, daher werde ich wahrscheinlich ein bisschen zurechtschneiden. Okay, ich versuche es mal erstmal damit. Hallo. Okay. Weiterhin wird auf jeden Fall noch mehr los sein. Okay, hier ist nichts. So, ich nehme jetzt schon mal das da oben auf. So. Okay, Granaten habe ich aufgenommen. Weiter oben waren. Ah, hier hätte ich noch aufnehmen können. Egal. So. Das ist die. Waffe, die ich haben möchte. Ich
Und ich will noch bis zum bestimmten Punkt vorkommen. Ich weiß, da ist jemand, deswegen habe ich das jetzt schon mal gemacht. Es war irgendwo da drin, ne? Ah, hier. Alles klar. Hier finde ich auch gut, an den zweiten Teil, dass man nicht mehr ständig draufdrücken muss. Also, dass der bei den Leitern das automatisch macht. Finde ich eine sehr positive Entwicklung. Also, das konnte auch ziemlich nerven. So, wir haben eine neue Waffe, und zwar das Sturmgewehr. Und auf die habe ich schon lange gehofft. Ist halt auf weite Entfernung statt wie das wie die Maschinenpistole auf mittlere Entfernung eher. Und dadurch kommt man mit der Waffe eigentlich relativ gut durch. Dadurch werde ich jetzt wahrscheinlich immer eher die hier nehmen statt die Maschinenpistole. Nur wenn die Gegner auf nähere Entfernung sind, dann würde ich dann die Waffe nehmen. Sturmgewehr, ja, nehmen wir. Okay, komm, das nehmen wir jetzt auch noch auf. Ich glaube, das können wir jetzt gut gebrauchen. Okay, das nehme ich auch noch auf. Ah, ich weiß, was hier kommt. Okay, da kommt jemand. Da scheint noch irgendwo jemand zu sein. Ist auch die nächste Waffe. Ich würde jetzt aber erstmal. Durch dann statt die Maschinenpistole erstmal nehmen, weil die kriegen wir jetzt sowieso massig. Kann man hier ein Auto? Feuer frei! So, ich nehme jetzt erstmal die hier. Ah, ist wieder der. Gut. Also, es bringt halt ein bisschen Abwechslung, deswegen nehme ich es erstmal. Aber ich glaube, hier sind zu weite Flächen. Also, das Ding bringt ja nicht überall was, sondern immer da, wo mehr engere Gänge sind. Und das ist momentan nicht wirklich gegeben. Also, ja, muss ich erstmal gucken. So, hier war nochmal das.
mal, ein bisschen haben wir noch. Also ich will noch bis zu einer bestimmten Stelle kommen. Das ist aber, glaube ich, nicht mehr allzu weit. Aber das dann durch. Dann können wir auf jeden Fall für heute enden. Hier haben wir nochmal Pistolenmuni. Schrot ist wieder voll. Das ist auch nicht schwer, weil wir jetzt hier wirklich eher auf Distanz alles machen. Was nicht gemeint. Ich wollte eigentlich jetzt auf, tatsächlich mal auf die hier gehen. Ach, egal. Egal. Es liegt hier natürlich 100.000-fach die Maschinenpistole. Die wird auch bald wieder drin sein. Ganz klar. Dann müssen wir die hier. Ich will die Maschinenpistole. So, ich guck nur. Ah, hier. Sehr schön. Jetzt kriegt man hier halt auch wieder 100.000-fach die Maschinenpistole. Und ja, ich bleib erstmal auch bei der Pistole so. Weil, ja, wie gesagt, die ist eigentlich immer noch am genauesten. Da wird später noch. Da wird später noch Besseres geben. Aber jetzt bleiben wir erstmal dabei. So, ich würde hier gerne runter. Super. Jemand kommt dann nicht mehr. Ich hätte mal holen können. Oder kann ich? Gleich wieder da. Kann ich natürlich nicht, ist aber nicht schlimm. Weil ich hab's ja jetzt hier und das wird schon ganz gut klar. Ich habe schon wieder Splittergranaten, sonst wie viele. Oh, das ist so übertrieben. Okay, ich weiß es nicht mehr. Ach, schön, dass du hier auftauchst. Jetzt bist du dort, wo du hingehörst. Im Grab, zusammen mit den anderen Mutanten. Das ist unmöglich. Okay. Das lief ziemlich gut. Aber ich gehe nochmal zurück. Aber wisst ihr was? Ich will ihn nicht weiter behalten. Normalerweise würde ich den immer leer machen, aber in dem Fall, ich bin echt kein großer Fan von dieser Waffe. Ah ja, wenn ich mich ab und zu wiederhole, dann einfach nur aus der. Aus der Angst, dass die Musik mich übertönt oder so. Also nicht wundern. So, jetzt können wir den natürlich wieder jetzt gut voll. Ich bleib natürlich erstmal beim Sturmgewehr. Was passiert? Ich brauch Hilfe. So oder so, also. Ja.
Oh nein. Oh nein, 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 nein. Mal wieder nutzen. Hab ich ja genug. Noch nicht. Oh, da kann er. Er kann halt nicht wirklich mehr als genug. Okay. Okay, die Folge will jetzt enden, aber ich will ja. Ja. Also, ich will das hier noch durchbekommen. Hä? Ach so, gedrückt halten. Okay. Aber ehrlich gesagt, ich würde gern die Stelle hier weg haben. Weil es kann sehr nervig sein. Granate, runter! Verdammt! Die laufen aber die Deckung. Auch genau zu den Granaten hin, ne? Ja. Was jetzt? Es hat jetzt mal gut geklappt, aber ich weiß beim letzten Mal, das ist so ein halbes Jahr oder so her, wo ich das zum letzten Mal mal so gespielt habe, da hatte ich die Stelle so angekostet, weil die richtig nervig waren, die Gegner. Nee, keine Ahnung, ich bin da nicht richtig gut vorangekommen. Und Schrot ist schon wieder voll. Der ist schon fast leer. Da merkt man, dass die Maschinenpistole viel zu sehr gespammt wird. Oh. Oh, super. Cool. Hier. Schon ja fast voll. Okay, dann nehme ich erstmal. Ja, wieder Maschinenpistole. Na klar. Hier ist jetzt. Ja, Schrotgewehr und. Das. Ich sag das so nichts. Kanat ist das auch wieder voll. Mann. Okay, jetzt auch nochmal, aber das brauchen wir jetzt. Denke ich nicht. Okay, ich glaube, ich muss so an. Also. Muss ich hier runter? Warum muss ich das nur. Oh, sie abschalten. Und ich muss einfach nur hier lang. Ja, ich habe gesehen, dass die Sprechung da war, aber ich will nicht. Die nächste Folge so. Wurde von der gleichen grausigen Macht getötet, die ihnen im Terkalobe begegnet ist. Sie haben entdeckt, dass das Krankenhaus eine
geheime unterirdische Anlage beherbergt. Amakan scheint die Zerstörung der Einrichtungen zu forcieren. Snakefist Fantasy, dass Amas Gegenwart Replikasoldaten aktiviert haben könnte. Sagt aber nichts Genaueres dazu. So. Also sollen wir immer noch diesen Ort verlassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Noch zu einem Weg aus der... Ja, immer noch. Aus dem Ring, bevor er zerstört wird. Okay. Ja. Aber das erst in der nächsten Folge. In der nächsten Woche wahrscheinlich. Ja. Hat mir sehr gefallen, die Session. Jetzt will ich aber noch ein bisschen... Naja, abschalten. Und dann... geht es in den... also frühestens nächste Woche weiter. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Euer Darksaber. Bis dann.